Ja, und damit willkommen zur Folge 62 vom Euro Truck Simulator 2. Ja, das ergibt sich eigentlich besser, wenn da so ein Truck im Hintergrund ist. Ja, der Grund für unsere gute Laune, wie ihr schon bemerken konntet, was ihr nicht bemerken konntet, wir haben hier nämlich noch einen Menschen neben uns sitzen, den wir heute ein bisschen als Gast mit reinnehmen. Herzlich willkommen, Tim. Ja, hallo, ich bin jetzt als Gast hier neu dazu. Ja, er ist ziemlich aufgeregt. Ja. Also Entschuldigung, wenn das jetzt etwas komisch klingt. Ja, ich bin halt aufgeregt. Dann entschuldige ich bei allen mein Stottern. Und wie gesagt, ich bin ja bei dieser Folge als Gast dabei und werde auch fahren. Ja, da hat er eigentlich schon was vorgenommen, was wir gerade sagen wollten, er wird fahren. Aber noch fahre ich nur kurz was. Ja, noch fährt der Marcel kurz. Um noch was kurz zu sagen, weil das hat dich falsch angehört, egal. Um noch ein paar. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin schon wieder völlig raus. Fängt gut an, oder? Aber was wollte ich jetzt sagen? Ich versuche jetzt irgendwas zu sagen, damit ich weiß, was ich nicht sagen muss. Es war irgendwas mit dir, Tim. Ja, ich denke mal, du wolltest sagen. Das weiß ich selbst nicht. Moment. Ja. Passiert. Also. In meinem Alter. Tim, wenn du schon. Das kommt davon, wenn man sich nicht aufschreibt. Das musst du ins Ding da sagen, ne? In das Headset, ja. So, kannst du kurz mal halten, weil ich muss was holen. Du kannst ruhig reden. Ja, jedenfalls. So, der To, ich wusste jetzt nicht, was er sagen soll, aber es kommt halt davon, wenn man nichts aufschreibt, was man eigentlich sagen soll vorher. Kann vorkommen. Aufregung. Ja. Also, es ist auch sein erstes Mal, sag ich mal. Ja. Weil deswegen hört sich das so komisch an und vielleicht hört ihn auch nicht so laut, denn es ist ein Grund. Oh gut. Da war eine Ampel. Das Rot. Ja, danke. Weil auch wir müssen auch leise sein, deswegen. Aber naja, Tim ist im Allgemeinen leise und das addiert sich dann also runter. Der Tim ist kein Let's Player. Aber. Nein, noch nicht. Jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte, aber jetzt habe ich schon einen anderen Satz angefangen. Er ist kein Let's Player, da er hat auch keine Erfahrung, nicht so wie wir, ja? Wir sind die Bros. Und ja. Die Bros. Wir sind mal gespannt, wie er fährt. Auf jeden Fall, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, in welcher Form auch immer, könnt ihr gerne uns anschreiben, wie ihr wollt. Über, was weiß ich, über YouTube, über Racing.net, über... Ah, hier, ja. Timmy, das Schäfchen, bekommt jetzt auch ein... 150 Euro. Ich muss ja dazu sagen, ich mache es dem armen Kerl nicht leicht, weil ich bin ziemlich herausfordernd als Co-Kommentator, sage ich jetzt mal, wie der Marcel schon miterleben musste. So. Tja. Hier, guck mal, dein eigenes Namensschild. Das ist sehr schön, auch wenn Timbo mir besser gefallen wird. Timbo, ja. Timbo werden wir auch im... einem gewissen Let's Play noch sehen, also dich nicht sehen vom Gesicht her, aber in einer anderen Form. Ja, und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, kurz zum Spiel, Wasser, und zwar, wir haben eine Einstellung hinten, deswegen fährt der auch so komisch, ich weiß nicht wieso, wir haben dank dem Patch, den wir nicht sagen werden in dieser Folge, haben wir, wie heißt es, Treibstoff, ich glaube, Treibstoff verbraucht. Ja, genau das, dass es realistisch ist und wir haben eingestellt, einfach so ausfahren, dass wir vorher den Motor anmachen müssen, damit das Realistic Mod und ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll, aber ja, wir am halten hier erstmal zu einer Firma und einen Auftrag annehmen. Das Problem, ich weiß gar nicht, waren wir letztes Mal auch in Frankfurt, sind wir da angekommen, weil wir starten jetzt ja immer in Frankfurt. München. Guck mal, wenn du das anguckst, bei jeder neuen Folge starten wir in Frankfurt. Hm. Ja, das ist scheiße. Wir sind gerade in Frankfurt. Ja, wir sind immer... Ach so, weil wir eine neue Session. Wenn wir das neue Spiel neu starten, sind wir immer in Frankfurt. Wir können auch natürlich dann nach Nürnberg fahren, aber das wäre... Oder wir starten einfach in München und fahren jetzt noch nach München. Ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht. Oder mach erstmal Frankfurt. Weil da sind wir... Metz. Weil das Problem ist, wir können ja nicht in der Folge erstmal hier nach... 11.000!
Alter. Wir können ja nicht in der Folge jetzt erstmal nach München fahren. Nein, erstaunlichen Preis. Ich nehme, also ich spiele das Spiel selbst aus und ich nehme momentan Preisangebote an, die weit über die 50.000 gehen können. Ich muss sagen, wenn du so sprichst, hört sich an wie so eine auf dem Flohmarkt, der mir was anticken will. Ich weil, bin skeptisch. Und können nicht extra nach ja, hier. Ja, so ist man. Dann lass ihn erstmal ausreden, den machen wir. Wir können ja nicht in der ersten Folge nach München fahren, wir brauchen, wir sind ja selbst diese Lahmesche. Ja, Tobias. Fahr nach Metzfurt. Oh, Tim, das wird eine Herausforderung für dich. Es ist eine zerbrechliche Fracht, es ist eine dringende Lieferung und es regnet. Elektronik, ja. Bring mir meinen Computer heil nach Hause, der hat 11.000 gekostet. Das wird wirklich eine Erfahrung. Ich meine, es regnet. Das wird meine größte Herausforderung. Oh mein Gott. Und dann muss er auch noch nach Metzwurst fahren. So, wir liefern jetzt, ja, Metzwurst, so wir liefern jetzt Elektro-Titten. Wo ist mein Stift? Elektro-Titten. Du hast mein Stift mitgenommen. Oh Mann. Echt? Nein. Ja, du hast den irgendwo. Ich hab den nicht. Der lag da. Ach, da ist er doch. Ja. Der viel zu große Stift. Das ist schon legendär. Legendär, den hört man hier sogar. Legendär. Ja, okay. Darf ich jetzt mal hier ja, als Navi-Ziel einstellen? Na, so. Warte, halt, stopp. Wir dürfen gar nicht mit dem Scheiß fahren. Wir müssen nämlich erstmal dingsen, schlafen gehen. Ach so, ja. Scheiße. Natürlich hoffen wir, dass das Angebot noch ist. Das sind 10.000 Euro für Tim. Also für 11.000. 11.000. Es wird ja immer, es wird ja immer höher, ja? Irgendwann ja. Sind wir dann bei 800.000. Bei dem Gehalt von einem Lionel Messi angekommen. 1 Euro pro Monat und Hungerlohn. Sowas, so nennt man das genau. Und ich meine, mit dem Geld, was wir hier verdienen als LKW-Fahrer, können wir ja noch nicht mal leben. Ja. Nein. Wir haben sonst unseren eigenen LKW. Trotzdem Hartz IV hier. So, hier. Okay, ja, schön geparkt. Strich. Sehr schön. Gegen den Strich, das ist klar. Oh, 21 Uhr. Jetzt verpasst du. Nein, Ferien, also Ferien müsste ich nicht um die Zeit. Um die Zeit bin ich noch hellwach, da wird keiner schmieren. Die Zeit schmiere ich doch erstmal mein Abendbrot. Hallo? Ja. Jetzt verpasst du aber die tolle Samstagabendsendung. Es ist Mittwoch, halt. Jetzt verpasst du die tolle Mittwochabendsendung. Was kommt Mittwoch? Nichts. Stern TV. Nein, was kommt Mittwoch? Was schaue ich Mittwoch immer? Ich schaue jeden Tag. Ah, Christopher Posch, genau. TV der Anwalt, der... Amen. Nein, das ist Helena. Das ist die... Helena Fürst. Die Fürstin. Der Arm. Der Posch ist der Rasierer, wie ich ihn nenne. Anwältin der... Weil der die anderen Menschen immer rasiert, verstehst du? Also nicht rasieren im Fall von einem Rasierer und dem Bart ab. Das Angebot steht rasieren, trotzdem noch, das ist geil. Sondern eher so... Der Rasierer halt. Der krass rasiert. Alter. Halsabschneiden. Nein, aber egal. Der Halsabschneider ist Richter Holt. Ja, kann man sagen, ja. Metz fahren wir, gell? Metzwurst, ja, wir fahren nach Metzwurst. Schreibe ich Metz mal. Achso, warum lässt du den Tim nicht fahren? Weil ich hier erstmal fahre, damit das hier auch ganz sicher ist. Oh. So. Es ist gut, dass es jetzt nicht mehr regnet, weil dein Stock ist nicht mehr so hart. Tim, du weißt hoffentlich, also er spielt das Spiel selbst, hat er gesagt. Das kann er eigentlich auch selbst sagen. Ja, ich bin Level 17. Level 17? Ja, ich bin Level 17 und hab ja alle ADR-Lizenzen. Fernfahrten habe ich voll und ich brauche noch einen Punkt für die volle Leiste der sparsamen Fahrweise. Ja, also er ist ein Pro unter den Euro Truck Simulator 2 Spielern, das heißt, er sollte eigentlich besser als wir beide zusammen sein, ich und Tobias. Nein. Also er übernimmt das bessere Fahren und also. Er übernimmt sogar das bessere Einparken, deswegen ist er ja auch bei uns, damit er hier mal ein paar Punkte holen kann in Kohle. Also er hat, wie ihr eben gehört habt, die ADHS-Lizenzen und ADR. Das ist, ich weiß, ADHS. Oh. Und ich finde, das ist ziemlich stark. Unnötig. Ja, das ist nicht unnötig, nein, weil du gesagt, wir müssen unnötig. Den Bildungsauftrag erfüllen. Du hast ADHS gesagt, das ist echt unnötig gewesen. Nein, ADHS ist nicht unnötig, auch wenn es eigentlich gar nicht existiert. Aber... Das ist unnötig, dass du es gesagt hast. Das ist... Oh. Naja, also eigentlich wollten wir in dieser Folge ein bisschen auf die auf unsere Sito-Flotte gehen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Nächsten oder übernächsten und ja. Wenn er nicht mehr da ist, der Typ da. Ja, der Typ. Das dann. Yeah! Kommt nächstes Mal erst in den nächsten Folgen. Hallo. Tim, du kannst jetzt fahren.
Hallo. Viel Spaß. Warte mal, das will das fahren. Ich weiß nicht wieso. Bist du schon nie einen LKW gefahren? In echt nicht, nein. Schade. So, ich fahre dich nur mal kurz raus. Ich weiß, dass du viel besser bist als ich, aber trotzdem fahre ich hier raus. Das ist dein erstes Mal auf einem Sito-PC. Der auf PC einem Sito-Truck. Nein, von Samsung. Der PC ist von Samsung. Der PC ist nicht von Samsung. Ist Mungsam. Der ist von Dings. Warte, hier. Keine Werbung hier machen, ja? Das ist nicht Samsung, das ist S. Falsch rum ist V und Samsung. Was? Muss eigentlich die Rundumleuchte an sein? Warte nochmal, man hat dich nicht gehört. Rundumleuchte immer an sein? Naja, eigentlich die machen zerbrechlich gefragt. Wir müssen pünktlich da sein, obwohl es jetzt so Elektrotüten sind, aber trotzdem kann man ja. Was der Marcel sagen wollte, da fühlen wir uns halt cool. Oder er wollte ja. Und das mache ich. Und Umleuchte mache ich nur bei Landwirtschaftssimulator, um mich gut zu fühlen. Aber wenn er meint. Ihr merkt schon, dieser Typ ist einfach nur. Genial. Ein Zocker. Ja, dazu. Ich weiß. Schade, dass er kein eigenes Headset dabei hat. Das wäre viel lustiger gewesen. Nehmt euch mal ein Vorbild an dem hier. Er schaut. Er versucht so viele Folgen wie möglich von uns zu schauen. Er ist ein wirklich toller Zuschauer von uns. So, Tim, du solltest jetzt mal hier. Hier, du kannst, ne? Ja. Oh, ich kann. Oh. Pfeiltaste oder WASD? Ich mach jetzt Pfeiltaste, auch wenn ich WASD gewinne. Also, er zittert schon mächtig, das ist. Ich zittere immer. Wir müssen dich aber jetzt ein bisschen außen vor lassen, weil wir nämlich über World of Trucks reden. Das werden wir heute auch noch zeigen. Ja. Aber ich möchte noch kurz was nein. sagen. Falls er jetzt schlecht fahren sollte, liegt es natürlich daran, dass ich ihm das Mikro unter die Nase halte. Aber jetzt mal ernsthaft, er ist es nicht gewohnt, mit Mikro einfach zu fahren. Es ist schon etwas schwerer als normal zu fahren, aber das wird er heute erleben. Ja. Ich habe ja gesagt. Ja. Ich habe ja gesagt, sieht du ja. Truck. Ja. Außerdem ist der PC nicht von Samsung, der ist von Medium. Nein, ich komme nicht an den Weg heran. Der musst du ja nicht. Der ist doch da. Der PC ist von Hallo, Versuch. Von einer was? Gesellschaft. Was, Tim? Gesellschaft. Gesellschaft. Tim? Gesellschaft, ja. Genau. Wie wär's, wenn du das andersrum machen würdest? Also mit der rechten Hand die Pfeiltasten, dann kannst du auch besser an die Dings, ne? Verstehst du? Oh ja. Setz dich nicht unter Druck. ich unter Druck? Nein. Nee, überhaupt nicht. Sieht man auch gar nicht. Ja. Wir tun jetzt ein Bild von seinen zitternden Händen einblenden. Manu, so eine Frage, Tim. Und zwar, spielst du offline mit der Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h oder? Ich spiele offline. Ja, mit der. Badum! Mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, was meinst du jetzt genau? Man kann einstellen, dass man nur höchstens 90 fahren. Ah, das, ja, Tempomat meinst du? Nein, nicht Tempomat. Doch, das ist ein Tempomat. Nein, das heißt Tempomat. Ja, aber ja. ich. Ja, das mach ich, ja. Ey, wir sind hier nicht bei Brit, ja? Da musst du hier aufpassen, weil hier haben wir das ausgestellt. Das heißt, du kannst auch bis zu 200 km/h fahren. Oh ja, ich achte schon genau auf die Kamera. So wie es immer. Achso, du bist einer, der immer so viel fährt, wie die Schilder angeben. Da bist du vollkommen falsch. Schmarotzer. Raus. Sofort raus hier. Okay. Halt, ich fahre ja schon mal 80 in der 50er-Zone, ja? Oder 100 in der 40er. Ach, Radarkontrolle. Dann musst du aufpassen. Ja. Ich wollte. Da steht die Bullerei. Ja, da. Die Polizei, ne? Die Bullerei, genau. Das Problem, wir haben in der letzten Woche getankt. Das heißt, du musstest jetzt eigentlich das Geld geben, weil du hier. Ja, genau. Dann hättest du tanken müssen. Eigentlich müssten wir ihm auch das Geld geben, was wir da mit einnehmen, weil er ja fährt. Ja. Ich gebe ihm keine 10. Feuertrag. Oh. Stimmt. Du kannst doch überholen. Hat die Vorfahrt? Wer hat die Vorfahrt? Ich hab die Vorfahrt. Wir haben rundum Leuchte. Du kannst doch überholen. Das ist mir schon klar, ja. Ihr merkt schon, er ist einer der Typen, der dann die Maus nimmt und sie gegen die Wand kloppt, ja. Ja, ich raste immer aus, okay. Ich bin einer der immer ausrastet, selbst virtuelle Fahrzeuge nicht richtig fahren können. Die können nicht richtig fahren. Die können schlechter fahren als echte Fahrzeuge. Ja, aber ich hatte nie gedacht, dass man in ein Videospiel die Idioten von der Realität auch einbaut. Man muss es ja realistisch machen. Ja, das ist ja, aber zu realistisch ist auch wieder zu realistisch.
Nein, aber es ist ja Simulation, ja? Und das heißt, dass wir das reale Leben simuliert, auch wenn wir hier aus dem LKW nicht aussteigen können und eigentlich gefesselt sind, aber... So, ja, das ist mir aufgefallen. Dass der Spielerfahrer, ne, keine Hämorrhoiden hat, weil er eigentlich nur noch im Truck sitzt. Ja. Ja, aber der hat ja sein Radio hier und Funk und so, und da kann er ja mit seiner Sito-Frau sprechen. Da oben ist die auch LKW. Wow. Jetzt ganz ruhig, können wir... Ganz ruhig hier. Ich hab's jetzt auch mal abgesetzt, weil das so, da hör ich, gut aussieht. Das auch, aber dann höre ich auch, wie laut ihr seid, weil wir müssen hier einfach leise sein. Man muss ja nicht hier rumschreien, sondern Da würde ich jetzt einfach sagen, wir lassen den Tim jetzt einfach mal in Ruhe fahren. Und ich und der Tobias, wir reden über das, nicht über das Addon, sondern über World of Trucks. Sie. Das zeigen wir auch am Ende nochmal. Kannst du. Ach, da ist die. Übrigens habe ich gerade gemerkt, dass das die Strecke. Wir haben in der letzten Folge, Tobias, wir haben doch in der letzten Folge Fernfahrten gemacht, oder? Das ist eine Fernfahrt, weil der muss in 4 Stunden... Warte mal, wir müssen schon... Halt, stopp! Du bist um 3.04 Uhr... Ah, Tim, beeil dich! Um 4.01 Uhr musst du da sein. Beeilen. Ja, das habe ich, ist mir entgangen. Also. Und park nicht so ein wie ich bei Zeitdruck. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ihr solltet es mittlerweile kennen, das ist ja auch schon zwei Wochen jetzt her, und zwar World of Trucks. Was machst du da, Tobias? Nein, ich überleg nur. Eigentlich müsste ich ja jetzt fahren bei Folge 62. Egal. Bah. Wer weiß, ob es überhaupt Folge 62 jetzt, wir sind sowieso... Ich bin für eine. Nein, die hatten wir ja schon. Folge 61 haben wir schon aufgenommen, die habt ihr auch schon gesehen. Solltet. Ja, ich nicht. Oh, er hat sie nicht gesehen. Oh. Na, sie kam ja noch nicht hoch. Also zu der Zeit, wo wir aufnehmen. Und zwar, jetzt war wirklich zum World of Trucks. Das zeigen wir auch gleich. Am besten, wenn wir in der Stadt sind. Weil hat der Tim nicht so einen hohen Zeitdruck. Du kannst ruhig, du musst nicht wie in echt. Können wir auch, nachdem er die Fahrt gemacht hat. Du musst Angst, nicht... Irgendwas beschädigen. Ich meine, du musst aber nicht vor der Dings... Man hat dich nicht gehört. Bitte nochmal. Ja, vor dem Schild muss ich nicht einpacken, das weiß ich. Ich bremse immer zu schnell ab. Du kannst, ja, wir haben die Bremse ein bisschen, ja, so locker, dann du kannst auch nach dem Schritt halten. Das ist hier nicht, realistisch. Egal, der Marcel hat auch immer hohe Prozentpunkte, also hohe Abzüge in der Arbeit. Unfällen und so. Nach. Ich nicht. Hallo, in den letzten 10 Folgen nicht. Habt ihr das gesehen? Der überholt bei Überholverbot. Habt ihr das gesehen? Ja, das war ich. Ja, das warst du, ne? Es gibt ja eine Apple Euro Trucks mit der 2. Ich spiele die KI. Wie viel darf ich auf der Landstraße? Das ist egal, hier gibt's keine Blitzer. Oh, ja, genau. Wenn du realistisch sein willst, kannst du ruhig 90 fahren. Oh mein Gott, oh! Vorfahrtstraße, Tim! Oh, Bad ist einfach hier durchfahren. Das ist der richtige Mann für das City Bus Simulator, oder? Finde ich zu kompliziert. Ich hab's mir installiert und das nach dem Tutorial sofort wieder deinstalliert. Egal, so viel Zeit haben wir eh nicht mehr. So viel Zeit haben wir eh nicht mehr für den Citybus-Simulator. Er kann ja 5 Minuten mitfahren, das ist. Also nicht mitfahren, sondern fahren. Und zwar jetzt wirklich mal. Der Tobias kann ja ein bisschen darüber erzählen, oder ich. World of Trucks. Das zeigen wir am Ende, wenn er da ist, weil wenn wir das jetzt zeigen, kommen wir wieder zu spät an. Ja, das war schlau. Die Geschwindigkeit. Das regt mich immer auf. Der fährt 50. Ich fahr nicht gerne Landstraßen allein wegen dem. Fährt man nicht. Schau mal, der hat da hinten deine Rampe auf seinem Auflieger. Da siehst du eine Rampe. Ja. Da kannst du hochfahren, ja. Ich habe ein bisschen zu viel Alarm Cobra 11 geschaut, tut mir leid. Aber die neue Staffel hat begonnen. Fährt man nicht, oh mein Gott, Dings 50 auf Landstraße, weiß ich gar nicht. Ich bin an 70 gewohnt. Ich bin an 90 gewohnt. Ich bin an gar nichts gewohnt. Ich bin an 500, an 1000, an Lichtgeschwindigkeiten auf der Landstraße gewohnt. Ich meine, ja. Ich fahre ja auch. Ich würde einfach sagen, dass wir jetzt einfach hier mit Fun so reingehen. Das Going ist. Das werde ich immer wieder sagen. Und zwar World of Trucks werden wir einfach am Ende zeigen und auch sagen. Das hast du schon zum 5. Mal. Ich weiß, aber ich habe nicht gesagt, dass wir es auch sagen. Ich habe gedacht, dass wir es jetzt sagen. Nein, wir machen es einfach am Ende. Weil der Tim hier ist so spannend für die Dachten, dass er einfach so ganz normal wird und nicht so redet, aber das macht er schon. Wow, Alter, du bremst vor einem Schild und der Tobias muss einfach durchfahren. Ja. Du kannst ruhig fahren, ne? Ist du kannst nur ein Schild. Du kannst es. Ich kann.
Das ist nur ein Schild, das hat... Ist ein Guck, jetzt hast du Überholverbot aufgehoben. Das war genau. Soll es sich dennoch beeilen, denn wir haben schon fast 20 Minuten überschritten. Mhm. Und du musst, das wird vielleicht heute eine längere Folge, tja, tut mir leid. Also für alle Leute, die denken, World of Trucks, wie wollt ihr das zeigen? Das ist doch ein anderes Spiel. Nein, es ist kein anderes Spiel. Es gehört sozusagen zum Euro Truck Simulator. Ist sozusagen, es ist kein Add-on. Kein Add-on für Euro Truck Simulator 2, aber sowas ähnliches. Man ist halt, es ist halt, es bringt noch einige neue Features für den Euro Truck Simulator 3, aber dazu zum Beispiel Screenshots. Später mehr. Ich sehe hier gerade bei Tobias diese ganze Seite so rot. Wurdest du geschlagen zu Hause? Ja. Oh, Baustelle. Viel. Das haben wir noch nie gesehen. Oh, hallo, pass auf, Tim. Pass auf. Ich fahr schon überall. Ja, guck. Da müsst ihr euch ein Vorbild dran nehmen. 90 durch eine Baustelle fahren, ja. Das muss eingeführt werden. Ja. Mach ich zwar nicht immer, aber das ist ja so eine Sensation, dass ich mal bei euch dabei sitzen darf. Ja. Ja, da muss man schon mal was zeigen. Ne? Hast du eine Frage an uns? Ja. Eine Frage. Warte. Oh, so viele Mikros. Ich find's ja cool, warte, muss ich noch sagen. Immer. Ich versuche ihn so oft wie möglich ein Mikro hinzuhalten und er versucht immer, wenn ich am Mikro hinhalte, versucht er Antworten zu geben. Und das finde ich cool, stimmt? Ja. Ja, das ist wirklich. Früher war er ja, schon. Früher war er ja fast der dritte Teil von CDLP. Aber dann hatte er keinen Bock gehabt, der kam nie, da haben wir gedacht, ach hier, hau ab. Du fährst 105. Das ist dir bewusst. Ja. In einer Kurve. Ja. Okay. Schön. Hast du irgendwelche Fragen an uns? Nein. Okay. Hau ab. Geh. Du schaust ja unsere Videos. Tim, das perfekt, war dumm. Perfekt. Du schaust ja unsere Videos. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie findest du? Herz auf Hand. Herz auf Hand. Hand aufs Herz. So. Na, Herz auf die Hand eigentlich. Jetzt habe ich mein Herz in der Hand. Ja, sie sind gut. Ey, du solltest auf dem Bildschirm. Schauen. Ich habe Gronkh aufgegeben, um euch zu sehen. Wow. Wow, hier, voll gedisst, Gronkh, ja, was jetzt, hä? Bist doch Fresse, nur weil du auf die Taucht total bist, ja, ich schwör. Falls Gronkh das hier jetzt sehen soll, deine Minecraft-Videos finde ich super, ja. Ja, ich auch. Gruß von meinem Freund Florian, er guckt immer deine Minecraft-Videos. Oh, jetzt haben wir einen Nachnamen. Jetzt muss ich jetzt zensieren, Nein, nee, lass es einfach. Lieber zensieren, aber das hört sich fast an wie, das Mikro war weg. Okay. Ich hab CH schon betont. Kein also, Nein, ich zensiere das einfach. Also, Gronkh, ich finde deine Minecraft-Videos auch ganz cool. Man kann nämlich bei dir anfangen. Denn, Weil, also, ich muss... Ich. Ja, ich auch. Aber, hallo, dass uns jemand aufgibt, um... Dass uns jemand aufgibt, um Gronkh zu sehen. Nein, dass Gronkh jemand... Dass jemand Gronkh aufgibt, um Videos zu sehen. Ja. Was hast du gemacht? Du machst voll viel Schaden. Diese weißen Dinger, die stören immer. Wir haben es gerade erst repariert. Ja. Hast du irgendwelchen 4% Tim. Jetzt, ja Leute, ich hätte gefahren, weil das eigentlich meine Folge ist. Ja, naja. Tim, nochmal eine Frage. Einmal kommt da ein Schild, das da steht. Ich bin jetzt auf einmal in Frankreich. Wo ist die Grenze? Die war eben schon, ne? Nein, das war eine Tankstelle auf einer Landstraße. Ja, das ist bei Tankstellen ist doch immer eine Grenze. Ja, aber es war eine einfache Tankstelle auf der Landstraße. Ja, deswegen, das sind immer. Auf die Strecke bin ich schon mal. Gesundheit. Danke. Bitte. Nee, aber jetzt. Da war heute schon wieder jemand. Siehst du, du bist verloren. Böse. Ja, aber bei Landstraßen, wenn da eine Tankstelle ist, ist doch immer Dings, meistens. Landding. Anderes Land. Ja, okay. Jetzt meine Frage oder meine Aussage erstmal an dich. Und zwar die Namen, die du vorhin gesagt hast. Wenn man jetzt die Anzeige macht, Dings da, ja. Untertitel, da sieht man dann, wenn man den Namen hört, sieht man dann. Nein. Das sieht. Doch, man sieht dann Wichs da, aber Wichse. Deswegen, ja. Hör auf, diese Wörter zu sagen. Und wenn ich zensiere, steht da Beep. Das ist, finde ich, immer wieder witzig. Ja. Aber es muss, das ist jetzt schon die... Vielleicht, eigentlich die Community sitzt ja eigentlich auch direkt neben uns. Jetzt nicht so, aber Hi. Ich sag mal virtuell neben uns. Hallo, ja. Die Handschuhe. Wie geht's hier so? Nein, und, Fahr durch. Oh. Und um ein bisschen zu erzählen, der Tim wird ja der wird so auf jeden Fall noch in einem anderen Let's Play zu sehen sein. Nein, und der wird heute auch noch so ein bisschen Backstage bei uns reinschauen. Das heißt, wenn ihr irgendwo in Deutschland wohnt,
könnt ihr einfach mal kommen, schreibt uns ja, an, ja? Sicher, ja, Hafer. Das ist jetzt nicht, also kommt aus Hamburg, kommt von Hamburg zu. Ja, das wollte ich gerade sagen, Hamburg. Ha! Kiel! Kiel. Wenn ihr aus Kiel kommt. Oder Flensburg, das glaube ich noch weiter. Dänemark. Ich könnte auch gern aus England kommen. Oh yes, hier. Yeah, Australien. Du kommst aus Australien, oder? Nein, ich komme aus der gleichen Stadt wie ihr. Indien. Scheiße. Aus Indien. Ja, Bangladesch, ne? Also Bagdad. Ich komme aus Bagdad persönlich. Amerika. Ich komme aus Metwurst. Du hast gesagt, dass du am Tag mehrere Stunden spielst. Was soll das jetzt? Das passiert mir immer in diesen mehreren Stunden. Mir auch. Mir nicht. Ich fahre eigentlich sonst gut, aber nur bei diesen Szenen habe ich. Aber so ein Amerikaner wäre auch so cool in der Folge. So, yeah, you, it's over, ja, Truck Simulator. Hey, I kill you, man. Naja. Boom, boom, hier, Headshot, yeah, wow. Yeah. Und du musst an deinen die Vorfahrt nehmen. Ja. Yeah. Kann man meinen Daumen jetzt einnehmen? Nee. Ja, wir machen einen Daumen nach oben. Like! Ja, außerdem, like, apropos Like. Da unten ist ein Like-Button, der sollte benutzt werden, ansonsten fühlt er sich gemobbt, also gerne mal draufklicken. Wenn seine Vorweise schlecht ist, gibt ein Like, wenn seine Vorweise gut ist, ein Daumen runter. Oh, aber jetzt finden alle seine Fahrweise gut. Das heißt, wenn ihr sie gut findet, gibt ein Like, wenn ihr sie nicht gut findet, gibt ein Like, wenn ihr unsere Folgen sowieso total scheiße findet, gibt ein Like. Der Dislike-Button ist ja nur dann... So wie ich es mache. Die sind überhaupt nicht klickgeil. Gesehen. Ich meine, diesem Typen hier könnt ihr kein Dislike geben, das könnt ihr nicht tun. Ansonsten kommen wir persönlich bei euch vorbei und hauen euch, ja. Also, wenn ihr auf Dislike... Sobald ihr auf Dislike... Sobald ihr auf Dislike... 9 Euro. 9 Euro. Ja. 9 Euro. Ja, wir haben halt so viel Geld. Sobald ihr auf Dislike drückt, gehen wir zu YouTube, fragen den, wer das war. Und dann gehen wir zu euch. Wir finden mit der IP-Adresse euer Zuhause. Wir gehen zu euch. Sagen euren Eltern, dass sie bitte gehen sollen. Und dann haben wir zufällig ein Küchenmesser da liegen sehen. Und dann überall ist rote Farbe. Wir streichen eure Tapete mit rot. Aber die Tapete werdet ihr nicht neu sehen. Und übrigens, die geile Musik ist wieder. Wir arbeiten. Ja, ich weiß. Musik. Wir arbeiten, Musik. Ja, okay, wir arbeiten natürlich. Ja, ist jetzt gut, dass wir arbeiten. Bei der Navy CIS. Und deshalb wissen wir eure IP-Adressen. Auch deine, Tim. Oh, ja. Tim, beeil dich. Wissen wir auch, dass du hier... Du hast eine Stunde noch Zeit. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich. Oh mein Gott. Nein, mein... Ja, da, na, wo mich... Wo wohnst, weiß ich natürlich nicht. Tja. Ich hab halt ein Safehouse. Was gut ist, das ist die erste Folge, die ihr in der Woche seht. Oder Tim da ist im Laufe der Woche, wenn ihr alle Folgen seht, jetzt nicht nur bei Eurotrucks, sondern auch die anderen Folgen, werdet ihr höchstwahrscheinlich bis Freitagabend oder bis zum Wochenende den Tim sehen. Und dann nicht mehr. Also mal immer wieder mal, wenn er Bock hat. Aber sonst ja, nicht. Das heißt jetzt nicht, dass er bei jeder Folge die Woche durch da hab ist. Hab ich gesagt. Also so bis Freitag. Ist jetzt da. Wenn ihr jetzt hier am Montag zuschaut, ist er bis Freitag da. Nicht durchgehen bei jeder Folge. Ja, nicht durchgehen, aber er wird mal im Hintergrund was sagen, wenn er möchte, gell? Ja. Ja. Denn er ist ja Backstage bei uns. Und ja, wenn ihr Backstage sein wollt, es kostet nichts. Meldet euch an, offene Castings. Ich musste 50 Euro blättern. Also da... Das war's in Kasse Unternehmen. Tut uns ja. Ja, wir brauchen ja auch ein bisschen Geld, oder nicht? Ja. Du musst auch ein bisschen Einnahmen machen. Wir sind ja... Weißt du, wie viele Fragen pro Woche, dass sie hier da so dabei sein wollen? Ich schätze mal 9 Milliarden oder so. 9, 10 Milliarden Menschen. 9, oder, 10 Milliarden? Ja, es gibt nur 7, aber Affen fragen auch nach, weil das sind ja auch über halbe Menschen. Meine Katzen auch. Die fragen mich auch immer. Nein. So. Wie heißt du? Kit. Miau. Und dann greift sie mich an. Woher kommst du? Ja. Vor allem deine Katzen, die schauen mich immer so deprimiert an. So. Mit dem Darth Vader Pick. Wir müssen jetzt eigentlich... Eliminiere. Metzwurst, genau. Wo hast du das Wort Metzwurst? Ja, hab ich. Tim, wo hörst du das Wort Metzwurst? Von Tobi? Ja. Und wann? Weil ich in einer Folge gesagt habe. Und welche, Tim? Ja? Welche Folge? In dieser. Oh. Nein, noch andere Folge. Das war ja noch in der anderen Folge, wo wir nach Metzbus fahren. Da muss ich überlegen. Das war, glaube ich, sag mir wenigstens einen Bereich. Sag mir einen Bereich, Tim. Folge 1 bis 10, 1 bis 11 okay. bis 20. 11 bis 20?
21 bis 30, 31 bis 40, 41 bis 50, 51 bis 60. 61 bis 70. Wir sind übrigens, was? 41 bis 50. 41 bis 50. Das könnte, glaube ich, hinkommen, ja. Ja. Aber wir sind noch öfter. Wir sind aber noch öfter. Wir sind aber noch öfter nach Metz gefahren, oder? Ich schau mal. Ja, das ist der neue Zettel. Nach 50 Folgen ändert sich das. Nach 50 Folgen und dann neuer Zettel. Na, wir sind echt nur einmal nach Metz gefahren. Mir ist so eine Frage eingefallen. Ja, geil. Ja, würdet ihr jemals eine 100. Folge machen von Eurotruck Simulator 2? Ja. Das können wir noch nicht sagen. Doch, bestimmt. Wir wissen es ja selber noch nicht, ob wir dann überhaupt noch Bock haben auf das Spiel. Auf jeden Fall, es sieht momentan gut aus, kann ich hier sagen. Denn wir wollen ja so viel wie möglich vom Spiel zeigen und da sind wir noch lange nicht durch. In jeder Channel bietet eigentlich sozusagen, jeder Channel bietet sozusagen eigentlich ein Projekt, was dauerhaft ist, und wir haben uns eben für Eurotruck Simulator entschieden. Wenn es natürlich ein Eurotruck Simulator 3 gibt oder irgend sonstiges, wird das auch mal pausieren. Wobei dauerhaft. Aber warte, stopp, halt, stopp. Wenn Eurotruck Simulator 3 kommen sollte, was jetzt sicherlich erst 2015 oder später passieren wird, haben wir bestimmt schon 300 Folgen und das reicht dann auch langsam. Halt nur. Es wird, das Let's Play wird halt nur so lang gehen, bis wir alles gezeigt haben. Danach können so, wir Tim, ja nicht weitermachen. Tim, zeige ich euch, wie man richtig ein. Ja, genau, Marcel. Ja, ich wieder, gell? So. Das musste sein. Oh, du hast. Ja, du bist daneben gefahren. Du hast am Anfang schon verkackt, Tim. Keine Sorge. So, ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal still sind und den Tim einfach reden lassen. Das schaffst du. Komm, das schaffst du. Auf, komm, schnell. Tobi, du hast Tobi, Tobi, ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal leise sind und den Tim reden. Ja, dann packt er gut ein, das mag also, ich nicht. Also. An dem. Dann, daneben. Nein. Da ist aber keine Fracht. Du kannst da noch hinfahren. Da ist keine Fracht. Du kannst ruhig noch weiter. Du musst hochschalten, wenn du willst. Ich weiß nicht, wie du. Guck mal, Tobias, siehst du das? Er lenkt richtig schön. Das ist in die andere Richtung gelenkt. Dann wäre nämlich die Fracht da oben. Ja, ich ja. Ich stimmt dann senkrecht. Und guck mal, wie waagrecht und wie sie steht jetzt. Sie steht ja, guck, waagrecht. Ja, sie steht sehr waagrecht. Ja, natürlich nicht. Wieso machst du das mit den Tasten? So, wieso machst du das so? Was machst du denn? Hallo? Da kann ich sogar besser. Halt, stopp. Ernsthaft jetzt? Ja, jetzt bist du vor. Du bist 4-5 Meter daneben. Aber das ist schon mal stärker als Tobias. Danke. Aber nur in der einen Folge, wo wir so Zeitdruck hatten. Ja, das ist in jeder Folge. Folge 60. Nein, in Folge 56 oder 58, ich weiß nicht mehr, habe ich perfekt eingeparkt, ja. Das war Zufall. Ja. An der Richtung, Tim. Aber das Leben lebt auch vom Zufall. Ohne Zufall würdest du nicht so leben können, wie du lebst. Du hast kaputt gemacht, Alter. Jetzt voll einlenken, komm. An der Richtung einlenken, jawohl. Guck mal, der kann das so. Wenn ich dir das sage, sagst du, ja, das schaffe ich schon. Und dann sagst du doch nicht. Ja, Marcel. Du musst stehen bleiben. Andere. Umschalt. Umschalt. Das ist Umschalt. Ja, das ist Umschalt. Okay. Er hört aufs Wort. Er ist ein Braver und du bist so der. Ja. Ja, weil ich auch kann. Ja, das auch. Sag's doch mal. Weil ich es auch kann. Ja, jetzt solltest du eigentlich ganz gechillt. Jetzt ist es STRG. Ach so. Dafür, es ändert sich. Dafür kann andere ich nicht gut in anderen spielen, ja. Wie zum Beispiel Train Simulator. Ach ja. Scheiße, stimmt. Tja. Drückt zufällig nicht auf Eingabe. Niemals auf Eingabe drücken, wie ich zufällig das gemacht habe. Oh, ich bin abgerutscht. Aus Versehen. Ich habe das letzte Video gesehen. Aus Versehen. Wenn du einfach, wenn du keinen Bock mehr hast, drück einfach Eingabe. Und sagst. Sag, oh, abgerutscht. Das schaffst du jetzt aber. Andererseits, was machst du? Ich meine, die paar Erfahrungspunkte. Also, der Tim hat gerade mit beiden Pfeiltasten links und rechts gedrückt. Also, in welche Richtung fährt der LKW dann? Also ich denke mal, halt, stopp, wir sollten es hier mal ausmachen, sonst denken alle, oh mein Gott, was ist mit dem los? Dann schauen alle auf dich. So, jetzt ist es wahrscheinlich besser. So. Jetzt schauen nicht jeder auf dich. Ja, drück Eingabe, dann schaffst du es. Andere Seite! So, es geht nach vorne. Warte, halt, stopp. Oh, warte. So, jetzt fahren wir ein Stück nach vorne. Ich schlag kurz davor, Eingabe zu drücken. Auch wenn ich gar nicht fahre, aber ich bin echt kurz jetzt, davor. Schau mal, ob es gerade ist. Es ist nicht gerade. Das ist dann aus der Fahrschule. Mach gerade. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade ist. Das ist nicht gerade. Das wissen wir. Schau, das ist nicht gerade. Mach gerade. Wieso fährst du? Du siehst da oben, ob es gerade ist.
Das ist nicht gerade. Okay. Nein, jetzt nein, nein, doch, immer jetzt ohne Rückspiegel. Nein. So, jetzt doch natürlich hört man mich. So. So, jetzt soll es in andere Richtung. Ja, mit links, komm, bei links. Weiter. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Halt nein! Ein. Bisschen nach vorne. Komm, nach vorne. Halt ja. an, halt. Du musst anhalten. Ich steck mal hin. Ich dachte, du musst dabei anhalten. Da! Das jetzt vorlesen. Ja. Also, Elektronik von Frankfurt am Main nach Metz geliefert. Gefahrene Strecke 348 Kilometer, Dauer 5 Stunden und 54 Minuten. Verbrauch der Kraftstoff 164,9 Liter. Sag, wie viel wir insgesamt gewonnen haben. Wie viel Geld? Gesamt 10.631 Euro und 601 EP. Und der Abzug für Schäden, der 5% und gute Arbeit geleistet. Minus, so wieder Marcel. Halt, stopp. Minus 715 Euro und 59 Erfahrungspunkte. Und du, Das ist Rekord, sonst schaffe ich nur zufrieden. Auch mit dem Finger so fortfahren. Ja, stimmt. Und übrigens, Tobias, was soll das? Du hast gesagt, dass du besser wärst. Das stimmt überhaupt nicht. In den letzten Folgen, also... So, hier, schau mal. Bei wenn ich fahre, geht's steif. Wenn du fährst, ist das jeder. Nein, guck, ich bin da immer gefahren, da bist du gefahren. Ja, aber das war nur am Anfang so. Danach wurde ich dann besser. Tim, so steif geht das. Das geht steif. Ja, okay. Der Tim wird in der nächsten Folge. Ja, schon Profi, ja. Tim wird in der nächsten Folge. Da steht's, Tim. Wird dabei sein in der nächsten Folge, aber nur Backstage als VIP. Very important person. Ja, bis dahin. Du. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge mit vielen neuen Gimmicks. Und wir sagen bis dahin, der Tim sagt auch. Gimmicks. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski. Ja, eure Jungs von C2LP. C2LP. Ja, tschüss.